Nari, Naro, ich habe eine Katze im Po. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwarzwald-Podcast, dem Podcast zum Hören beim Kostüme einkaufen, Monatslohn versaufen und mit Fremden raufen. Angeneint. Oh, Ja, bitte. scheiße, scheiße. Ein Scheiße, Glas Wein. jetzt wird's Video gestrikt. Nee. Was? Ein Glas Wein. Ja, wie ihr schon merkt, das Thema ist ja definitiv eindeutig. Ein Glas Wein. Oder zwei. Bratwurst. Mit Senf. Mit Senf. Nein, heute geht's um die Fasnet. Um den Fasenacht. Fasching, Karneval. Karneval. Wir waren schneller als ich. Fastnacht. Fastnacht. Ja, so, davon kommt es ja eigentlich. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Schon Schon sein. sein. Hä? So eine asiatische Musik halt. So, Schon wegen Schon sein. Ching sein. Chong. Xiaoing Ching Chong. That's racist. Ach, No. Jonas. Ich habe jetzt eine ganz wichtige Frage an dich. Hau raus. Magst du die Fasnacht? Natürlich mag ich die Fasenacht. Warum magst du denn die Fasnacht? Ich weiß nicht, es ist toll, das wahre Ich von den Leuten zu sehen. Also, wenn man sich kostümiert, dann zeigt man sein wahres Ich. Nein, wenn man besoffen ist, zeigt man sein wahres Ich. Da spricht aber jemand aus Erfahrung. Shit. Außer wenn man ganz viel Freestyle trinkt, da wird man nicht betrunken. Aber ohne wird man zum Tier. Ja, oder man starrt die ganze Zeit auf die Flasche, weil man will. Ich möchte jetzt nicht den jetzt keine Namen, aber Aber alle, die reden dabei wir waren, von der wissen. letzten Phase. Also Die war für witzig. unsere Zuhörer, da gab es halt Freestyle und ich habe halt immer so Freestyle gekauft und habe Für mir dann alle, so, voll nett, weil ich ja, war ich der habe halt, einzige Verdienende unter uns. ja, ich bin immer noch der Einzige. Ah, ne, Rubens war auch dabei, der verdient auch. Nee, in dem Kreis war er nicht dabei. Oh, stimmt. Oh, aber doch, Cornelius war dabei. Der von. Nee, der ist auch Student. Doch, Rubens war dabei. Oder? Haben wir den verloren? Nee, ich glaube, die zwei sind erst später, also die waren irgendwo weg und dann sind sie erst Ah, später das kann wieder sein. dazugekommen. Also da, Ja. wo der Freestyle rumgegangen ist, waren die, glaube ich, nicht dabei. Ich glaube, da war eine. Das war die Freundin von einer Freundin. Ja. Und ich habe halt so Freestyle verteilt, so, yeah, hier, jeder kriegt einen Schluck und so. Damals konnte man ja noch aus einer Flasche trinken. Deshalb ist das so ausgebrochen. Ich war schuld. Scheiße, wir sind alle schuld. Ja, Mann. Und da war halt Shit. eben die Freundin von der Freundin, die kannte ich auch nicht. Und die hat halt so dermaßen auf die Flasche gegeiert. Die hat immer so hinterher Das geguckt. war Und da habe so ich gesagt, witzig. willst du auch? Und sie, ja. Bratwurst mit Senf. Ja. Can I get a Freestyle. hey, yeah? Hey. Nein, die hat dann voll drauf gegeiert und Das war dann witzig. musste ich ihr auch was anbieten, weil das wäre sonst so, alle kriegen, nur du nicht. Außer Außer du. du. Weil dich kenne ich nicht. Ja. Ich will deine Viren nicht. Und dann hat mir der Bus richtig den Tag gerettet, weil ich habe ja eigentlich, hatte ich ja geplant, dass ich dann von Schildach nach Schramberg heimlaufe, Hast du weil, es mir vor kurzem erst erzählt ja. oder hast du es auch im Podcast Ich habe erzählt? es auch im Podcast. Habe ich es im Podcast erzählt? Nein, ich habe, glaube ich, habe es dir erzählt. Stimmt, dann war es am. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich kann sagen, ich habe es in Am meinem Podcast Weißen. erwähnt, aber ich werde es halt nochmal erwähnen. Okay. Für die neuen Zuhörer und diejenigen, die es schon wieder vergessen haben. Für alle, die es jetzt nochmal hören, freut euch, dass ihr es erkannt habt und für alle, die es nicht. Genau, schreibt in die Kommentare, ob ihr die Geschichte schon kennt. Lasst ein Like da, wenn ihr die Geschichte kennt und lasst ein Like da, wenn ihr neue Geschichten hören wollt. Zwei Dislikes. nee, und weil ich hatte eben geplant, dass ich eigentlich nach Hause laufe und du läufst so eine Stunde, anderthalb? Anderthalb. Anderthalb. Wenn man. Ich war ja nicht mal betrunken. Ich habe sehr viel Freestyle getrunken, ich war betrunken, also aber trotzdem anderthalb. So, und dann hat es angefangen mit Regnen. Ich war so, ich hatte so, ich habe so ein Ganzkörper-Panda-Kostüm. Wenn es halt nass wird, dann wird es halt schwer wie Sau. Und ich hatte auch keine Lust, anderthalb Stunden Mit nachts im Regen einem heimzulaufen. Panda-Kostüm. Mit einem Dann Panda-Kostüm. hast du dich ausgezogen.
Bin ich nackt nach Hause gelaufen. Das war besser. Und ich war schon geduscht. Nein, dann hat. Wer hat denn geguckt? Hast du oder was? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, Nee, Michelle war das. nicht, dass ich mich nicht dran erinnern kann, ich kann mich schon noch an alles erinnern, aber ich Ja, aber weiß, dass es nicht klappt. Michelle hat nach dem Bus geguckt und sie dann so, ja, da fährt noch einer um 11:30. Ich so, Rettung! Und dann bin ich noch mit dem letzten Bus da nach Hause gefahren, das war toll. Hat mir den Fastnachtssonntag gerettet. Am Sonntag ist um 11:30 noch ein Bus gefahren. Ich war auch verwundert. Ich habe gerade so gedacht, so ja, jetzt könnte ich ja mit dem Zug fahren nach Hausach, Ja. aber die Züge fahren sonntags ja nicht so lang. Ja, aber dass er irgendwie noch um 11:30 im Bus gefahren ist, hat mich jetzt auch überrascht. Jo, Es hat mich ist mir doch gerade eben gefreut. aufgefallen. Ja, war komisch. Ja. Deswegen habe ich eigentlich auch gedacht, dass keiner mehr fährt, aber anscheinend ja doch. Offensichtlich. Anscheinend ja doch. Uns geht doch. Ja, Mann. So, wie war denn? Hast du dieses Jahr Fastnacht vermisst? Weil jetzt ist sie ja schon vorbei. Stimmt, jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist sie schon. Heute ist sie vorbei. Heute ist Aschermittwoch. Yeah. Verstehe ich? Ascher, der Sänger. Ascher. Aschermittwoch. Ja, doch, ich habe schon irgendwie. Ja, doch, ich hab's irgendwie schon vermisst. So, weil, ja, das ist einfach eine tolle Zeit, wo mit Freunden, ich weiß, wo man was mit Freunden unternehmen kann. Generell vermisse ich es einfach mit Freunden was zu unternehmen. Deshalb, ja, doch, Fasten habe ich auch vermisst. Vor allem, ich finde halt, Das wäre du voll siehst an witzig Fasnacht, geworden. siehst du Leute, die siehst du das ganze Jahr über nicht. Ja. Und dann freut man sich voll. Aber andersrum auch, du siehst unterm Jahr irgendwelche Leute, die sich dann Fasten hat. Und es gibt Leute, die will schon Fasnacht gar nicht. Nein, Und aber die es sehe ich ist trotzdem immer. Fasnacht ist trotzdem voll cool, wenn man einfach. Halt so, ja, ebenso wie mit Rubens und Conny und Ja, so. Die sehe ich halt nur wirklich, Corny die sehe sehe ich ich. als anscheinend nicht. Ja, same. Was echt traurig ist. Cornelius, wir müssen uns wieder treffen. Oh shit. Er war aber. Er wollte eigentlich mal vorbeikommen. Was ist daraus, Er was hat dich ist versetzt. daraus geworden? Hat dich voll versetzt. Voll versetzt. Unverletzt. Schrecklich. Ja, kommt halt immer anders vorbei. Hallo, hat jemand Lust vorbeizukommen? Ich bin sehr nett und stubenrein. Und ich kann staubsaugen. Ich kann saugstauben. Ich habe Saug gestaubt. Tja, kann er dir da so einen einzigartigen Mund haben? Ja. Ja. Was ist denn so dein Lieblingstag in der Fastnachtszeit? Also ich mag Dings. Der schmutzige Dunstig. Ich war gerade bei Gründonnerstag, Alter, bin ich Ich mag dumm. auch Gründonnerstag, weil am nächsten Tag ist dann Feiertag. Also ich bin überhaupt kein, gar kein schmutziger Fan, weil das halt immer unter der Woche ist und ich da arbeiten muss. Bei Aber mir ist ja. das so, dass meine Schule an dem Tag einen pädagogischen Tag für die Lehrer hat, sodass wir an dem Tag schon frei haben. Puder Pro, die Lehrer saufen da auch, Ich du. weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall den Sinn, dass die Schüler nicht besoffen in die Schule kommen oder besoffen aus der Schule heimkommen. Langweiler. Echt so. Die wollen einfach nicht, dass sie sehen, wie die Lehrer saufen. 100 Pro. Die Lehrer kommen verkleidet und machen da Deshalb voll die gibt's Party. Happening. Deshalb Ja. gibt's Happening. Ja. Abi-Feier. Ja. Yeah. Nee, ich muss leider immer arbeiten, aber bei uns auf der Arbeit Ah. verkleiden sich alle am Fastnachtssonntag. Oder nicht alle, ich habe mich nicht verkleidet. Aber ich bin ja immer. Ich habe immer bunte Das ist so, wie Socken du rumläufst, an. brauchst du dich denn Und verkleiden? ich habe eine gesehen, da habe ich gewusst, die hat ein Kind bei Niklas in der Klasse, weil die hatte nämlich auch diese Avocado-Socken an. Die, wo ich auch war, diese Frucht, Ja. wo ich hatte die auch die Avocado. Ich so, so, hört. Hört, 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 hört. Ja, ich habe mich nicht verkleidet, vielleicht vergleiche ich mich nächstes Jahr, aber gut, ich kann halt nicht mein Panda-Kostüm anziehen, weil erstens ist es halt übel dreckig und Ja. zweitens ist es halt sehr, sehr warm. Gehe ich halt nackt mit Panda-Kostüm? Ich habe noch einen Bär.
Das ist nicht ganz so warm. Nee, ich werde schon was finden. Ich sehe einfach bunte Socken, alles mache ich sonst nie. Ja, ich war letztes Jahr in Schinkenzell auf dem Helmklunkerball. Boring. Ja, keine Ahnung, Was ist das? da kommen alle so in Schlafanzugkostüm. Oh, jetzt Deshalb heißt das so. Kostüm. Da brauche ich kein Kostüm, ich komme einfach im Schlafanzug. Nackt. So wie man schläft. Nee, aber das Ding ist, dass. Nie alleine. Nee, das ist ja Film. Und zwar. Und zwar war ich da unter anderem auch mit Rubens und dann noch mit zwei anderen. Und der erste, wie alt war der da? 26, 27? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Und klar, der hat halt, der sieht auch älter als 18 aus, hat dann direkt 18 am Ende gekriegt. Dann kommt Rubens so. Und die so, ja, Ausweis bitte. Und er Ausweis gezeigt, ich glaube, er war, ja doch, er war 20. Und, Er sieht halt immer noch aus wie 14. ja, und die dann so, hä? Ich hätte gedacht, du wärst 16 oder so. Und dann, Melo noch. Nur weil er so klein ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Melo dann, die war 19 und musste dann auch Ausweis zeigen. Und sie so, hä? Aber bei dir hätte ich jetzt gedacht, du wärst 15. Und dann kommt der Schlüssel, der Felix. Ja, jetzt sagt mal, wie alt hättet ihr mich geschätzt? 30. Und dann, ich war dann der Vierte, also der Letzte halt. Und haben die so gesagt, so, ja, und dich schätzen wir auf 20. Und ich so, 18. Ich war da 16. Oh mein Gott, du bist Dann ein habe ich Lügner. auch ein 18er-Bändchen bekommen. Da waren da welche aus meiner Klasse, die halt zusammen dahingegangen sind. Da hat halt niemand ein 18er-Bändchen gekriegt. Und da habe ich für die Schatz Bist ja gekauft. voll krass, oh mein Gott. Mein Gott. Ich habe auch immer Schatten gekauft. Für andere. Das ist toll. Ja. Das ist Ja. voll nett. Ja, so bin ich. Ich gebe immer voll Irre. viel Geld aus an Fasnacht, aber nicht für mich. Das ist irgendwie traurig. Nein, ist doch was Aber es schön. ist nett. Ich muss mir ja die Freundschaft erkaufen. Weil bei mir ist so, ich gebe nicht gern Geld an Fastnet aus. Deswegen braucht man Freunde, die gern Geld ausgeben Aha! Wir sind an voneinander abhängig. Fasnacht. Nein. Also ich will mein Geld loswerden und du willst mein Geld. Sugar Daddy. Nennt man sowas. Hast schon eingeschlagen. Scheiße. Er hat kalte Hände. Ja, ich habe echt kalte Hände. Ich weiß nicht wieso. Ich habe warme Hände. Bei Ja. einem T-Shirt anhast. Im Winter. Bei nur 12 Grad draußen. Heute war ein Ich brauche schöner keine Heizung. Ich laufe einfach so durch die Wohnung. Tag. Unser eigener Original Soundtrack. 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 Nice. Aua. Au, aua. Also ich gehe an der Fasnacht gern saufen. Und ich gehe gern feiern. Also ich bin gar nicht so der Ich hätte gerne Fasnachtsmensch. Bratwurst. Ich gehe Mit am Senf. Fasnachtssonntag gehe ich weg. Ja, das wollte ich jetzt gerade Und am fragen. Rosenmontag gehe ich weg. Aber Rosenmontag auch meistens immer so gezwungen. Mein letzter Rosenmontag war witzig. Da waren wir in Wolfach. Das war echt witzig. Das war lustig. Und dann sind wir nach Schenki. Schenki. Nach Schenki. Das war auch witzig. Ja, eigentlich wollte ich dieses Jahr am Schmutziger Donnerstag mit der Musik mitgehen und oder halt bei der Dings, bei der Fastnachtsgruppe von der Musik, weil die gehen immer so durch die Restaurants und nee, gehen die durch Restaurants? Ich weiß Gehen es die nicht. Leuten auf und sagen. Ja. Nee, und die Spieler halt und es ist halt immer mega witzig. Und da ist auch immer so der Fanclub dabei und Ihr da. habt einen Fanclub. Wie peinlich. Sind es eure Mütter? Die Freundin, dann, nee, keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer alles dabei Die ist. Celine ist Groupies. dabei. Oh Und Gott. Yassi. Oh. Und wer noch? Ich weiß es nicht. Selle Kurve, Und Kinder. Lene ist auch immer dabei. Oh Gott. Krass, krass.
Nee, also ich würde mich sehr gestört fühlen, wenn ich da sitze, was esse, die kommen. Ja, aber gut, wenn du weißt, dass sie kommen und deshalb extra dorthin gehst, weil du diese Ja, weiß. haben Ich sitze da, will so meine Nudeln genießen und dann kommt ihr. willst. Thüringer Klöße. Keine Ahnung. Thüringer Klöße. Da wäre ich schon echt, ich werde echt so. Geh weg. Gehst ins nächste Restaurant, eine halbe Stunde später kommen wir Er wieder. rennt mir hinterher. Ich laufe dicken Menschen mit einer Tuba hinterher. Ich habe ein Problem mit meinen Drüsen. Kennst du den Typ, der so mit einer Posaune immer alles so soundeffektet? Kann sein. Okay. Passt ja gar nicht zum Thema. Das ist so, okay. Und fast das Sonntag habe ich letztes Jahr das erste Mal auf dem Umzug mitgespielt. Ja, das weiß ich noch. Wir haben dich gesehen. Und ich habe auch immer alle gesehen. Ich hatte extra eine Sonnenbrille auf und dann habe ich immer nach vorne, also halt meinen Kopf so nach vorne. Und dann habe ich nur mit den Augen geguckt, weil hätte ich im ganzen Kopf hingeschaut, hätte ich anfangen mit lachen Ja, müssen. wir wollten ihn eigentlich zum Lachen bringen. Ja. Aber ich hab mir einfach vorgenommen, dieses Jahr viel offener zu sein und viel mehr Scheiße zu machen nebenher. Aber das ist keine Fasnet. Jetzt machst du trotzdem Scheiße. Weil der Dings, der Wolfram, der Ist ist das nicht ein cool. Element? Ist Ja, das es ist nicht ein auch ein Glühbirne? Ist das schon Element. ein Glühbirne Ich drin? weiß es nicht. Wolfram. Wolframdraht ist doch in der Glühbirne. Ich weiß es nicht. Ich meine schon. Wolfram ist ein Glühbirnen. Ja, ich meine, der Draht, der ist aus Wolfram. Ah, okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein Element, das weiß ich. Aber der spielt über große Trommel und der macht aber voll die Scheiße nebenher. Das ist witzig. Muss ich mal drauf achten, nächstes Mal. Ja, der. Ja. Ja, Ja. nächstes Jahr. Und ich mit meinem Becken so. Tiu, Der hilft schon. Ah, sexy Baby. Also ich habe mich dieses Jahr sehr auf die Hexennacht gefreut. In Hausach, die ich nur alle 2 Jahre. Ist die ab 16 oder 18? Ab 16 bis 12 Uhr. Und ab 18 bis 1 Uhr. Nein, Bis die 11 ich. Uhr. Die ist halt immer mega geil. Der gehört extra, bist du 18. Ja, eben, nächstes Jahr bin ich Aber ich 18. weiß nicht, ob die nächste. Ich hoffe, dass es ja auf nächstes Jahr verschiebe. Ja, egal, bei der nächsten Hexenacht bin ich 18 oder älter. Ja, ich denke auf, Da geht's ab, ich denk Leute. aber schon, dass es auf Nishi. nächstes Jahr verschieben, weil die machen da so viel Geld. Und die brauchen das Geld ja auch jetzt nach diesem Jahr. Deswegen denke ich, dass es auf nächstes Jahr verschieben, weil ich hoffe so sehr, weil die ist immer, egal ob es pisst oder sonst ist, die ist immer so gut. Kann ich nur An empfehlen. welchem Tag ist die? Da frage ich mich jetzt was. Die wäre am 7. Ich will das Datum wissen, ich will nur das Freitag ist die immer. Freitag immer. Aber Freitag habe ich. ich noch nichts vor. Die. Also, so an der Fasnacht habe ich. Die war an. An welchem Wochenende waren die denn? War die am. Ist die am. Wäre die am 12.? Nee, die war davor. Da. Die wäre dieses Jahr am 5. wäre die gewesen. Ah, eine Woche davor. Ja, genau. Ah, okay. Ja, Krass. also es ist immer Freitag. Früher hat mich das angekotzt, wo ich noch mal wahlweise gearbeitet habe, weil ich dann samstags abschlafen müsse. Ich Aber bin noch 16. nee, manchmal habe ich dann halt einfach, weil Vanessa da ja noch in Hausach gewohnt hat, sind wir halt zusammen auf Hexenacht, da habe ich halt bei ihr gepennt, habe am Samstag anstatt um 8 um 9 angefangen, wäre dann zur Arbeit So mit drei gelaufen. Stunden Schlaf. Ja, schon. Ja, Ja. reicht. Ja, zum Arbeiten schon, dann samstags und dann nach der Arbeit wieder zu ihr und dann heimfahren und dann nochmal schlafen. Das waren noch Zeiten. Nee. Ja, in Schildach an der Fastnet spielt Musik dann immer noch so, auch in der Restaurants halt. Und dort bekommt man dann überall danach so ein Bier halt oder zwei. Und so von der Menge her ist es voll viel. Und in Wolfach haben wir dann am Montag auf dem Umzug gespielt und da danach sind wir auch durch die Restaurants gegangen. Und dort haben wir insgesamt nur zwei Kästen für alle bekommen. Das ist gar nichts. Nee, ja gut, das hat Wolfach. Er will schon nach Wolfach. Echt so. Beim nächsten Mal gehen wir mal gleich Schenkel. Ja, und dann sind wir abends noch nach Schenkenzell. Ja, wir sind ja auch nur wegen die nach Wolfach. Stimmt, das weiß ich noch. You are schuld. You are schuld, ja. Ja, weil wir haben dir deine Sonnenbrille gebracht. Was? Echt Irgendwie? das? Ja, Stimmt, die wir haben habe ich uns an der vergessen mit der. Sparkasse getroffen. Ja, genau. Ja, genau.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, Und da, genau. Alter, der Jakob aus meiner Klasse, der Chaggy, der stand. Der Jackie, ja. Peggy! Da stand außer halt, wie heißt das? Heißt das Publikum? Im Publikum. Zuschauer halt In the am. audience. Im Plenum. Wie heißt das? Die Zuschauer halt beim Umzug, keine Ahnung, da stand er halt Ja, auch das da. sind auch Publikum, glaube Ja, ich. okay. Und der hat sich ganz cool gefühlt, als er mich entdeckt hat, nimmt sein Handy und filmt mich. Er hat seinen Blitz angehabt. Am Wie peinlich. Mitte am Tag, 15 Uhr oder so. Alter, das war so unorganisiert. Also No Front an Wolfacher, aber die Fassen war so unorganisiert, dieser Umzug. Wir standen da und wir mussten fünfmal rum und um, weil irgendwelche Halbmeiler haben es verkackt, sich richtig aufzustellen. Dann mussten wir, Typisch. dann standen wir irgendwann da und haben endlich gedacht, wir stehen richtig. Und dann heißt, ja, anders, aber wir haben keine Zeit mehr zu tauschen. Ihr steht jetzt einfach ein bisschen auf die Seite und die laufen an euch vorbei. Okay. Und ich glaube, der Umzug hat auch so 14 Uhr oder so angefangen, bis wir dann wirklich mal losgelaufen sind, war 15 Uhr. Also, Ja. weil wir relativ. Wir waren gar nicht so weit hinten. Ja, war aber nicht mehr viel nach euch. Ich glaube, es waren vielleicht noch zwei oder drei Stück nach euch. Das war echt nicht viel. Oh, ach so, dann waren wir doch vielleicht relativ weit Ja. hinten. Ja, war das Letzte. Ich dachte, du bist Letzte. Ich bin Lise Müller. Ach so. In Gedenken an Volker. Bruder. Ringelbruder-Pullover. Ding. Also ich finde am Fastnachtssonntag ist halt in Schildach am besten, weil da halt die ganzen Keller offen sind und es ist halt so, Ja. das Feeling ist halt beste. Ja, da sind so viele in Hausach. Aber. Ich war einmal in Hausach und wir Nee. sind danach wieder nach Schildach gegangen. Ja, mit dem Zug nach Schildach gefahren. Wegen den Kellern. Ja. Weil es halt einfach besser ist. Und klar, in Hausach, da könnte ich jetzt halt diesmal könnte ich Hype laufen. Also nächstes Jahr, aber nee, das ist mir nicht wert. Da kann ich auch zu dir Kannst du auch mit dem laufen. Zug heimfahren und dann Ich kann heimlaufen? einfach bei dir bin. Shit. Ich laufe einfach bei dir im Garten. Ja. Hallo, Hallo. Auf ich dem bin eine Balkon. Pflanze. Photosynthese. Steh auf, es ist hell. Ja, und soll ich Photosynthese machen oder Lol. Roffel XD. XD. Hilfe, Extremal. Schuschelgummimauer. Was? Schuschelgummimauer. Ich bin geschützt vor allem. Solche geimpft. Haben wir immer gemacht. Spiegel. Chips Cola verhext. Soll ich mir Chips und Cola kaufen? Una Reverse. Uno Reverse. Gelbes Auto. Oh, smart. Citroën. Citron. Citroën. 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 Da fährt ein Citron. Citron. Le Citron. Die Zitrone. Das ist so Le sinnlos. Baguette. Brot. 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 Protestantisch. Le Baguette ist protestantisch. Was ist denn dein Lieblingsfasnachtskostüm, das du jemals hattest? Ich hatte im Kindergarten mal ein Krokodil und das hat meine Mami selber genäht. Wow, dann war es Und mein bestimmt Schwanz richtig hing kacke. auf dem Boden. Kenn ich. Ich inzwischen auch. Hat denn deine Mutter auch selbst genäht? Ja. Cool. Nee, Also. und im Jahr davor, glaube ich, war es ein Tiger, den sie selber genäht hat. Damn, die geht ja voll ab. Warum macht ihr das nicht mehr? Bist zu groß, Material zu Das teuer. Material ist zu teuer, ja. Safe. Schon so Daran ein liegt's. Tiger-Bikini oder so, den kannst du noch machen. So ein Tiger-Tanga. Tiger-Tanga. Quagmire. Ja, Mann. Ja, Mann, ich fände es cool, so ein Tiger-Tanga. Foxe. Du, ja. Du. Ja, so meine Hüfte. Ich hab keine Hüfte. Ich kann sie ja nicht mal schwingen. Bund, Nee. Bundhöhe. Und Nee, ich die brauche müssen. circa
20 Kubikzentimeter Platz. Oha, ist das viel? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich denke schon. Ich habe ziemlich viel Volumen. Ach, ne. Ach, ne. Nee, 27 Kubikzentimeter sind 3, 3, 3 auf 3 auf 3. Das ist nicht viel. Ja, doch, das stimmt, aber das ist nicht Ja. viel. Oh shit, dann brauche ich mehr. Ich rechne Reiche meine. 20. Ich rechne, also die Verkäuferin fragt ja, welche Größe haben Sie denn? Doch, 60 Kubikzentimeter. Ah, alles klar. Alles klar. 60. Das ist dann. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, mir auch. Okay, mir cool. geht's um Saufen, ne? Saufen. Also ich habe es sehr vermisst dieses Jahr, Ja, einfach schon. mal eben gerade das mit Freunden Zeit verbringen und dann nee. Ja, dieses Gefühl, wenn man vorglühen war. Ja. Ja. Das war witzig, wo wir eben letztes Jahr am Donnerstag nach Schenkezeil gegangen sind, waren wir davor noch bei Felix vorglühen. Und der Rubens hat einfach. Was war's? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Wodka oder so. In so einem Cocktailglas, kennst du doch, oder? So viel. Boah. Betrug. Boah. Und wir haben noch Brot gegessen. Einfach Brot. trockene Scheiben Brot. Das ist manchmal aber geil. Ja, einfach damit, weil wir hatten alle noch nichts gegessen und das bin ich auf trocken, Wow. auf Ja, leerem Rubens hat Magen. Erfahrung mit auf leeren Magen saufen. Der hat mir schon mal im Wald gesucht, ey. Ich weiß. Ich auch. Das hat er erzählt. Das kann ich mir vorstellen. Da wird mal wieder Zeit, Ja. ne? Das Ding ist, wir haben so angefangen mit Bier und dann haben wir so gemerkt, ah oh, fuck, ist schon voll spät, das ist mit ein paar Bier, das reicht doch nicht. Ja, Felix holt den der Wodka. Zeitdruck, gell, wenn man am Ja. Vorsaufen. Vor allem Dorfbätscher hätten da gespielt und er wusste, wann die spiele und wir waren dann fast zu spät. Und Oh nein. ja. Oh doch. Und Mello auch so, wir gehen doch nicht auf Phase, man geht doch nicht auf Phase, weil man weiß, dass irgendeine Band spielt. Und ich habe nicht gewusst, um welche Bands geht und Das ist doch dann. die Alpesbauer, oder? Oder? Ja, ich wusste einfach nicht, um wen es geht. Ah, Also okay. Dorfbadger kenne ich schon, aber ich wusste halt nicht, ob das es um die geht. Und dann, wo ich irgendwann rausgefunden habe, dass es um die geht, habe ich auch so gedacht, so, hä, natürlich geht man wegen denen dahin. Auch wenn ich davor gesagt habe, dass man nicht wegen der Band auf Fastnet geht. Ja. So schnell kann sich eine Meinung ändern, ne? Wenn man die Hintergrundinfos hat. Oh shit. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr zur Geht Fasnacht saufen. geht, du musst rauchen. Nein, holt euch so ein Ganzkörperkostüm. Ja, Weil die die sind. sind erstens mal, kannst du einfach eine Jogginghose und ein T-Shirt drunter ziehen. Dann hast du Hosentaschen, weil du eine Jogginghose anhast. Oder kannst du so ein Fannypack drunter anziehen. Und Ja, sie so ein halten bisschen die halt. Bauchtasche. Ja, eben, und sie halten halt warm. Und wenn bei einem zu warm ist, macht man einfach mal den Reißverschluss ein bisschen auf. Nein, das ist voll geil. Also ich finde die Dinger voll praktisch. Ja, finde ich auch. Ich habe mir auch für letztes Jahr so ein Bär geholt. Und dann ist Den mir haben sich ja aufgefallen, viele geholt. ich habe ihn mir mit Justin zusammengeholt. Oh. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dieses Jahr voll oft, oder halt, letzte Fastnacht halt voll oft mit der Musik weggehe. Und da habe ich auch ein Kostüm. Das heißt, ich hatte den Bär, glaube ich, nur so zwei, dreimal an. Vor allem hast du dich dann teilweise umziehen müssen. Ja, ich wollte mich umziehen, weil ich mit der Kutte von der Musik halt nicht in die Keller gehen wollte. Gute Idee. Guter Idee. Guter Gut. Einfall. Gut, okay, wenn man mit anderen von der Musik irgendwo hingeht, dann kann man das machen, dass man die Kutte anlässt. Vor allem, die Kutte zählt als Häs. Das heißt, du kannst. Warte, Es gibt ist so. Hexenacht auch mit. Zählt das. Ist da irgendwas mit Häs? Weiß es nicht. Also, ich weiß, in Eichhalde und Teufelsnacht, da ist mit Häs, dass du umsonst reinkommst. Ja, eben so Sache und. Ich glaube, Hexenacht weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit Häs darf man länger bleiben oder sowas. Oh, Ja, das auf unter jeden Fall, 18. ja. Ja, da rennen ja noch Kinder rum. Ich denke mir so, so die ganze Psoffen oder rennen da so kleine Kinder noch zwischendurch. Ja. Ich hab Ja, so, eben, oh. und die Kutte zählt halt eben als Häs und das ist voll praktisch. Ja, gut, wenn du halt die Kutte an der halt das Häs anhast, dann ist in dem Sinn dein Verein für dich zuständig. Deswegen dürfen da dann auch Kinder und so Ja, rumrennen. Weil eben. dann ist die Zuständigkeit nicht bei der Halle oder beim Hallebesitzer, Ja. sondern halt beim Verein. Ja, deswegen Lol. musst du einfach noch so ein Fake-Kostüm eigentlich anziehen, so ein Fake-Häschen, kommst du umsonst rein. Ja, eben. Oder halt einfach Kutte anziehe und die da irgendwo Hab ausziehe. ich halt keine, aber. Ja, YOLO. ich
Du ich bin, ich bin mit da rein und schmeiße. Diese Art so total passt überhaupt nicht so. Ja, das ist. Ich bin rausgewachsen. Die ist extrem groß, die ist extra Ich so ziehe sie extra über mein Panda-Kostüm an. oversized. Ja, die muss so. Das ist auch gut in der Schildacher Phase. Das kostet nichts. Also die Keller und so. Ja, es ist so geil. Ja. Aber es hört halt schon um 2 auf. Das ist ein bisschen doof. Ja, gut, finde ich auch nicht so Doch, schlimm. weil wenn man bis um Kannst du. 2 da ist, Ja, hat man auch stimmt. Bock. Ja, stimmt, das. Na, richtig vorgegangen. Ja, vor letztes Jahr waren wir bis zum Schluss waren wir da. Haben sie schon das Licht angemacht und so. Wir so. Ja, und dann, wenn man raus ist, durfte ich nicht mehr rein. Eine halbe Stunde vorher. Stimmt, ja, das weiß ich. Ja. Das war doch Stimmt. dumm. Ja, das waren wir, wo nicht mehr reingekommen sind. Ich hatte aber, ich weiß, es war noch Cornelius dabei und Julius Schmalz. Ich weiß es War nicht mehr. das mit dir? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich nicht mehr reinkommen bin. Also ich glaube aber nicht, dass du dann mit mir unterwegs warst. Keine Ahnung. Ist auch egal, auf jeden Auf Fall jeden kommt. Fall schlecht ist ja auf der Fahrt in den Schilderen Fenster kaputt gegangen. Oh ja. Ja. Das hat sich so rumgesprochen. Das ist so Ja, witzig. war halt auch so voll den dummen Grund. Der einfach irgendwie, der war schlecht drauf und hat draufgeschlagen. Ich denke mir so, Bruder. 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 Aber es war lustig. Also Fasnacht war so witzig. Freuen wir uns auf nächstes Jahr. Ja, Mann, 2021. 2022. Ne, 2022, wir haben jetzt Ja, wenn du. 2021. Bist du Bist doof? du das? Ne, Oh ich freue ja. mich echt wieder. Ich freue mich drauf, Doch, wenn die. fass nicht in Schildach kostet was. Du musst diese Blemperle kaufen. Muss nicht. Aber sonst. Ja, das ist ja aber nur der Umzug. Ja, stimmt. Du kommst schon drum rum, keine zu kaufen. Ich Ja. mach's jedes Und Jahr. ich wusste nicht, dass man da drum rumkommt und dass man, dass es da nur um über 18-Jährige geht und ich so mit 15 so. Ich hab so ein Ich Blemperle. finde es halt so unnötig, dass man dafür zahlen muss, dass man sich dazustellt. Ich kann auch Ja. sagen, nee, ich laufe hier nur durch. Ich gehe einkaufen. Naja. Ich gehe nur meine Oma besuchen im Kostüm. Das kann ich echt machen. Meine Oma wohnt ja auf dem Naja. Marktplatz. Ja, wir Das haben habe ich. früher auf dem Marktplatz gewohnt. Ja, das haben wir früher echt gemacht. Dann sind wir zu ihr gegangen, halt auf dem Balkon, weil ich hatte immer Angst, dass die Hexe Von uns von hinten erschrecke, hinterkommen. Ich kenne das Problem nicht, dass ich immer an der ja. Wand und dann immer ganz hinten. Ja. Das fand ich immer toll. Ich wusste, aber damals war, wo ich noch kleiner war, da war es immer so, du bist halt zum Seifenkiste rennen. Oder bist halt wieder heim. Oder zum Umzug. Oder bist Ja, wieder vor allem ist heim. zu Hause das Essen günstiger als auf der Nee, Fahrt. dann bist halt wieder heim. Und hast dann gewartet, bis abends ist. Und dann bist halt abends immer rumgelaufen. Und jetzt mittlerweile ist ja so, du gehst gar nicht mehr zum Seifenkistenrennen. Du gehst zum Umzug. Doch, ich schon, Und weil ich dann spielen fängst du muss. an mit Saufen. Bis Ja. abends. Ja. Ja. Das Ja. hat mich teilweise schon überfordert. Vor allem, wir haben ja Jägermeister mit Ahoi Brause. Sieg Ahoi. Das war irgendwie komisch. War schlecht? Nächstes Jahr wieder. Ich freue mich drauf. Freut euch auch drauf. Schreibt in die Kommentare. In diesem Sinne, zicke, zacke, zicke. In diesem Sinne, Riesenspinne. Ja. So. Freut euch auf nächstes Jahr. Wir Also werden euch berichten. wir freuen. Vielleicht sehen wir uns Ja. ja. Wenn wir dann nächstes Jahr so bei 100.000 Abonnenten sind, dann brauchen wir ja so Security und nachher erkennt ihr uns dann. Dumm. Wir kriegen so einen eigenen Space im Keller. Wir machen unsere eigene Seifenkiste. Wir bauen unseren eigenen Keller. Nein, wir bauen unsere eigene Seifenkiste. Oh Gott, ich und Sachen bauen. Die Schwarzwaldkiste. Du baust Ja, ich baue die Kiste und du. Ich fahre damit gegen irgendeine Absperrung. Ich fahre Du damit Hohfeld runter. musst das Auto mit dem Anhänger fahren, wo die drauf ist dann. Yay. Ich habe Wobei aber keine nächstes Jahr. Anhängerkupplung. Nächst, ich hab. Ich hab. Ich hab. Du, also bis dann, ja. Aber nächstes Jahr darf ich auch selber fahren. Ja, stimmt. Hoffentlich. Nobody knows the trouble I've seen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Tö, tö, Copyright tö, Strike. tö, tö. Strike. Psych. Psych.
Geigt. Zeigt. Besteigt mir. Wir werden voll die Reimprofis. Ja, Mann. So wie, die Reimmaschine. Ich würde sagen. Pass auf, sonst kommst du noch auf die Reimmaschine. Auf die Reimmaschine. Reinmachmaschine. Ja, Mann. Sind man auch Waschmaschine. Nicht nur sauber, sondern rein. Oh, mein Gesicht tut weh. Vom Lachen. Hm. Ha. Hat wohl mal den Mund wieder zu voll genommen. Ja gut, ich würde sagen. Wieder schauen. Reingehauen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja, ihr Leute, mit dem Schwarzwald-Podcast.